So Leute, willkommen wieder zu Demonologist, wieder mit Like My Style, der das Game schon ein bisschen gesuchtet hat. Es ist jetzt endlich draußen, wir haben ja sonst immer nur die Demo gespielt, damals noch Map Nummer 1, wir sind jetzt bei Map Nummer 2. Und in jeder Map gibt es nämlich auch andere Rituale und das werden wir jetzt versuchen zu überleben. Ich hab Bock. Ich auch, let's go. Let's go, Likey. Let's go. Okay, wir müssen echt aufpassen, weil das Spiel ist echt schwer. Wir haben es ja schon gemerkt, dass man echt schnell eliminiert wird. Ja. Wir haben jetzt aber auch extra Kruzifixe mitgenommen. Für alle, die das Spiel nicht kennen, ein Geisterhunter-Game in unfassbar cooler Grafik. Und die Jumpscares sind so nice. Es gibt so viele Easter Eggs, das werden wir euch auch noch zeigen. Auch in der ersten Map gibt es so coole Easter Eggs. Und ja, solange jetzt fast nur noch mit dem Update rumdümpelt, haben wir gedacht, wollen wir hier unbedingt noch ein bisschen was reißen. So. Genau, das ist der Plan. Okay, dann lass uns mal reingehen und den Geist erstmal ermitteln, weil in dem Spiel ist es so, man ermittelt den Geist. Danach bekommt man gesagt, wie das Ritual funktioniert und dann muss man das Ritual durchführen. Beziehungsweise danach muss man, ich glaube, in dem Spiel ist es anders in der Map, in der anderen musstest du Finger sammeln. Ich glaube, in der muss man, wie du gesagt hast, eine Uhrzeit finden und die in Uhren eingeben, aber wir werden sehen. Übrigens genau. Auch eine coole Info, der Geist hört einen immer. Also, wenn ihr wirklich. Deswegen, ihr könnt dem nicht entkommen. Okay. Also, das wusste ich tatsächlich bis gestern auch noch nicht. Er hört immer zu. Das ist ein bisschen. Wie der amerikanische Staat und alle anderen. Genau. So ein bisschen. Okay. Also, das heißt, wenn er handelt, verstecken und ruhig sein. Ja. Oder nicht husten. Verzeiht mir übrigens, wenn ich ein bisschen huste, ich bin noch sehr angeschlagen. Okay, was muss ich denn fragen, damit er irgendwelche Sachen macht? Also, einmal kannst du ihn fragen, where are you? Where are you? Dann kannst du ihn fragen, can you talk, can you speak? Okay. Can you talk? Das hilft dann auch fürs EMF, gell? Das hilft tatsächlich so, dass er dir halt zeigt, wo er ist. Also where im Normalfall are you? Mhm. Sollte er dann irgendwo Lichter anmachen, irgendwas umwerfen oder so. Okay. Und uns einen Hinweis geben. Where are you? Can you talk? Oh mein Gott. Was hast du? Er redet bei mir. Okay, wo bist du? Ganz am Anfang noch. Oh nice. Ist aber gut, weil dann können wir schnell zum Ausgang. So gut ist das gar nicht. Echt, warum? Naja, bei einem Hand, also soweit hab ich es jetzt. Oh, er hat auch ins Ding geschrieben, er hat schon ein Gemälde gemalt. Mein Gott. Was denn? Ich hatte hier oben den Jumpscare aus der Hölle. Oh Gott, hier ins Gemälde schon auch gemalt. Ja. Nice. Also dann haben wir jetzt tatsächlich schon das Gemälde. Und du hast auch Geisterbox gehabt, oder? Nee, du hast ja die Box. Ich weiß nur, dass er gesprochen hat. Du müsstest also hier am Anfang nochmal mit ihm reden. Okay. Okay, okay, okay. Are you here? Can you talk? How old are you? When did you die? Also ich muss zeigen. Komm mal mit hoch. Das hat. Okay, Geisterbox. Long time ago. Okay, dann haben wir schon zwei Beweise. Geilo. Geisterbox. So. Dann kann ich meine EMF vielleicht noch, könnte es noch sein. Dann schauen wir mal, was es jetzt sein könnte. Welche Geister gibt es denn jetzt noch als Auswahl? Iblis könnte es also sein. Also Iblis wäre ESG. Dann noch Shade. Shade wäre Ektoplasmaflecken. Hantu. Hantu wäre Gefriertemperatur. Taye. Taye? Ja. Taye wäre Fingerabdruck. Oder Yokai. Yokai wäre EMF. Okay, dann gehe ich noch mit meinem EMF rein. Where are you? Oh, es wäre lustig, wenn ich euch beide umbringen würde, sagt er. Schön. Komm mal mit. Where are you? Zeig dir was. Okay. Zeig dir was Lustiges. Stell dich mal hier hin. Vor die Kamera. Smile. Kleines Erinnerungsfoto. Süß. Und ich würde gerne den Leuten das zeigen mit Bloody Mary. Das sind im Raum gegenüber. Genau, Leute, hier geht's. Nämlich Bloody Mary.
Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody. Oh, okay. Uiuiuiui. Eigentlich sind hier. Oh, guck mal, das gibt sogar EMF4. Ja, weil es ein Event ist. Jedes Event gibt EMF4. Ach so, okay. Okay, wollen wir mal runter und mal nach unserer Sanity schauen? Sanity müsste eigentlich tatsächlich. Die geht nämlich sehr, sehr langsam runter. Und die anderen Sachen, Ektoplasma und alles, haben wir hier und Flecken und haben wir auch Fingerabdrücke hier irgendwo? Also ich hab. Er hat irgendwo wieder was geöffnet. Weißt du, was auch nicht schlecht, wenn wir eine Videokamera nächstes Mal mitnehmen, damit wir die Ektoplasma einfach von drinnen beobachten können, damit wir nicht jedes Mal hier ewig rumstehen. Stimmt, das ESG. Ja, kann ich machen zur nächsten Runde dann. Ja. EMF2. Boah, der geht richtig ab hier. EMF3. Also auf jeden Fall öffnet der hier oben im Flur die ganze Zeit Schränke. Mhm. Aber ich habe kein Ektoplasma, also... Aber der wird doch hier im Flur sein, oder nicht? Er kann oben sein, er kann aber auch unten sein. Hm. Also Sanity 57 bei dir, komm mal lieber runter. Nimm mal eine Sanity. Ich habe extra Pillen dabei. Ja, ja, voll gut. Weil deine ist viel niedriger als meine. Und dann gehe ich nochmal rein und guck nochmal, ab wann huntet der denn? kommt auf den Geist an. Hm. Vielleicht nehme ich schon mal ein Kruzifix mit für den Fall der Fälle. Ja. Aber ich kann ja eigentlich auch noch Ektoplasma-Flecken gucken, oder? Wir haben zwei, ich habe extra zwei Gläser eingepackt, ja. Ich glaube, wir gehen mal auf Nummer sicher mit einem Kruzi, oder? Ja. Aber ich würde trotzdem gerne das ESG nach oben stellen. Oder so, dass wir es von draußen sehen können. Hast du eine Ding genommen, eine Tablette? Ja. Gut. 3. Give us a sign. Where are you? Show yourself. How old are you? Ich guck noch mal, ob ich Ektoplasma-Flecken sehe. So. Also hast ich du weiß die Tür nicht. Zugemacht? Nee, ist aber noch offen. Ist noch offen. Da war jetzt gerade was geplatzt. Eine Glühbirne oben bei mir. Okay. Warte, ich nehme das ESG mal mit nach oben. Ich machen glaube, wir der mal ist die oben. Staffelei weg, weil sonst kann ich das ESG nicht sehen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass der mittlerweile oben ist, in dem Flur. Guck mal, wie deine und meine Sanity ist. Ja. Ich habe 99 und du 62. Ich muss noch keine nehmen, oder? Nee, würde ich sagen. Du hast ja auch noch das gute EMF4. Aber ich hab hier die Ausschläge. Ich stehe vor der Tür und habe hier den EMF4. Hier, 4. Der Schrank, er benutzt den Schrank über uns. Hm. 4, 4, 4. Komm schon, gib mir die 5. Gefrier haben wir auch nicht. Nee, das würden wir sehen. Ich glaube, du warst das mit der Tür. Ja, ja. Ich war's. Also ich glaube, Ektoplasma-Flecken ist es nicht. Also, die hätte ich schon lange gesehen. Where are you? Das ESG wirklich kurz nach oben. Ja. Ich gehe mal kurz raus an meine Sanity. Nicht, dass ich dann irgendwie trigger. Zwei. 4, 9, 10. 4, 9, 10, 12, 26. Ja, immer nur 4. Irgendwo eine Glühbirne kaputt gemacht. Hm. Die weiß nicht, die habe ich kaputt gemacht. Achso. Hm.
Okay, vielleicht ja ESG. Gefrier glaube ich auch nicht. Was war es noch? Fingerabdrücke. Ja, die Fingerabdrücke sehe ich halt hier nirgendwo irgendwas, ne? Hm. Give us a sign. Keine Ahnung, funktioniert. Where are you? Show yourself. Ich möchte dir anmerken, wir machen leicht. Ja, das ist das Schlimme, ne? Wir spielen auf leicht. Show yourself. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Give us a sign, bitte. Oh, shit. Oh, jetzt ist die Musik aber auch bedrohlich geworden. Was für eine Musik? Ja. Hörst du die nicht? Nein. Hast du etwa Stimmen im Kopf? Nein, ich habe nur dieses gehört. Okay, also. Ich guck mal, wie meine Sanity ist. Ich habe irgendwie Schiss, dass der huntet. Ja, ich will das Kruzifix jetzt schon nicht zerstören. Also meine ist 55, deine 88. Dann nehme ich meine jetzt mal vorsichtshalber. Ja. Flop. Und zwar alle. Ist nur eine drin. Ist nur eine drin. Wie er das frisst. Aber behalt trotzdem vorsichtshalber das Kruzifix. Ja, okay. Ich nehme mir vorsichtshalber auch mal eins mit. Also Ektoplasma nicht. Es kann ja dann vielleicht echt nur noch EMF sein, oder? Ja, oder Fingerabdrücke, die wir nicht sehen. Was halt sein kann, hier, dass er moved. Aber das jetzt schon? Give us a sign. Show yourself. When did you die? Where are you? Hat er auch eine... Ah! Ja, okay, also jetzt wissen wir, er ist auf jeden Fall hier. Okay. Jetzt aber nur vier. fasse noch irgendwo Fingerabdrücke. Where are you? Oh, 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 oh. Er macht Licht an. Und? Gar nichts. Okay, where are you? Also ich glaube, Fingerabdrücke sind's nicht. Ich habe nur EMF4. Where are you? Ich beobachte jetzt das ESG. 4. Where are you? Ah, ich habe Atem, oder? Was? Ich habe Atem. Ah! 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 Was war das? Okay, wir haben tatsächlich Atem. Was? Was ist das? Ja, wir haben... Was ist keine das Ahnung. Hier? Ah! Keine Ahnung. Ah! Ah! Was ist das, Mann? Entschuldigung. Oh mein Gott. Mein EMF hat einfach EMF 5 angezeigt. Wie das? Hä? Also irgendwie hatte ich auf einmal alles doppelt gesehen und es war... Achso, ja, dann war er... Hat er gehuntet? War vielleicht ein Hunt, ja. Das macht er eigentlich nur bei einem Hunt. Oder wenn er dir halt quasi... Aber wir hatten auf jeden Fall Gefrier, ne? Ja, ich habe die auch gesehen. Okay. Oh Gott. So, dann kommt jetzt der lustige Teil. So, Gefriertemperatur ist ein Handtuch. Genau. Ein Handtuch. Ein Handtuch aus Baumwolle. Und jetzt, pass mal auf, packen wir deinen EMF weg. Nimm dir mal das Glas, das hier noch liegt. Ja. Wir gehen jetzt die Uhrzeit suchen, wann er gestorben ist. Und du nimmst aber auch einen Kruzi mit, ne? Ich habe auch einen Kruzi dabei und ein Glas. Das heißt, wir können zusammen suchen, damit es ein bisschen schneller geht. Also, ich habe halt keine Ahnung, wie das irgendwie aussehen soll. Irgendwo an der Wand ist dann einfach nur eine graue Zeit. Ist die groß? Zahlen, die sind relativ groß, ja. Aber halt in einem leichten Grauton. Also, du musst schon genau gucken. Aber wenn du sie siehst, wirst du verstehen, was ich damit meine und auch sehen, was es ist, dass es das ist. Okay. Oh Gott, Hilfe. Wieso muss ich denn hier in den scheiß Keller gehen? Also eine gute Frage. Hätte ich auch fragen können, ob du nach oben darfst. Nee, schon okay. Ich komme zu dir in den Keller, weil hier oben ist es nicht. Boah, ist aber auch schwer hier unten zu erkennen. Ja. Übrigens, als kleiner Tipp, da wo du es noch kannst, mach das Licht an. Musst du mir so Angst machen? Und das ist einfach nur für die Sanity. Ich kann aber nicht. Das ist aber schlecht. Ich
finde halt auch nichts. Ah, hier. Ja. Okay. Hast du sie? Nee. Ich habe nur einen Lichtschalter leider gefunden, mehr nicht. Also, ich dachte, du hättest die Zeit gefunden. Mm-mm. Wir haben beide Handtuch eingegeben, ja, ne? Okay. Mhm. Also ich finde hier unten nichts. Ich komme auch gerade runter. Oder kann es auch in dem Geheimgang sein? Nein. Nicht? Nein, weil der Geheimgang gehört ja eigentlich nicht, ich glaube zumindest, also versuch's mal. Ich hatte da bislang die Zeit noch nicht stehen, zumindest. Darf man so viel Licht anmachen wie im Online, scheiße. Ja, nur irgendwann. Ah, hier, 10.55 Uhr. 10.55 Uhr und jetzt? So, und jetzt pass auf, jetzt sind random auf der Map 3 Uhren gespawnt an Wänden. Okay, oh Gott. Also lass uns am besten direkt hier unten gucken, ob hier ist eine. Nice. Oder wo bist du? Zeig mir die mal, ich komm. Ja, deswegen. Hier ist eine an der Wand. Ja. Und dort musst du jetzt 10.55 Uhr einstellen. Nur 55. Zeig mal, ne? Ja, das üben aber noch mal, ne? Das ist 10.55 Uhr. Das so, reicht dann. Achso, das gibt ein Kein-Klick-Geräusch. Genau, das gibt kein Klick-Geräusch. Achso, deswegen war ich gerade irritiert. Ich dachte, das macht wie bei Resident Evil dann Klack. Nein, das gibt kein Klick-Geräusch. Ob wir es wirklich richtig gemacht haben, sehen wir erst bei der dritten Uhr. Okay. Guck mal, hier rechts kann normalerweise... Okay, hier ist keine. Oh shit, ich will nicht nach oben in der Hand hat. Ja, wir haben einen Kruzifix, alles gut. Das nehmen wir einfach nur in die Hand dann, gell? Genau, einfach nur in die Hand nehmen. Deswegen, wenn einer an der Uhr ist, sollten wir schon beieinander sein. Hier ist eine Uhr. Damit, ja, dann auf. Damit du quasi... Damit du, ist die letzte Uhr. Genau, ich hab dann das Kruzifix in der Hand. Okay, nice. Das war's. Und jetzt? Da, jetzt können wir fahren. Ach, geil. Mehr ist es auf der Map tatsächlich nicht. Nice. Nice, Rü. Jetzt müssen jetzt... wir nur hoffen, dass der Handtuch auch richtig war. Ist... Achso, ja. Und? Es war ein Handtuch. Yes! Perfekt. Sollen wir nochmal, also auf der ersten Map kriegst du ja auch Punkte. Sollen wir nochmal die erste Map machen, wegen den ganzen Easter Eggs, um das zu zeigen? Können wir machen, ja. Geilo. Nochmal genau das gleiche. Nur. Ich pack die Kruzifixe nochmal mit rein, die Kerze, ein Fotoapparat, ein Stativ kaufe ich diesmal. Ich werde arm langsam in dem Spiel. Aber du verlierst ja nichts, wir passen ja richtig auf. Ja, zumal ich ja 50% sowieso wieder zurück. Und warum bin ich immer noch Level 1? Guck mal oben links, wie viel XP du hast. Ach so. Boah, dauert das ewig, ey. Wie viel hast du so gespielt? Naja, du bekommst auf der zweiten Map, wenn wir das so wie jetzt gerade schaffen, 50 XP. Also 2 Runden, ein Level. Okay. Und wenn wir die große, die dritte Map schaffen... Ach stimmt, ist ja resettet worden, ne? Weil ich dachte gerade, okay, verstehe, ja. Okay. Let's Alright. Go. Let's go. Abandoned Haze. Diesmal sogar mit Stativ dabei. Mhm. Gut. Jeder weiß seine Aufgabe. Ich gucke wieder EMF und Geisterboxy. Ja, ich bringe als erstes die Staffelei und das ESG rein. Nice. Und sollen wir mal die Jumpscares nochmal den Leuten zeigen, die Easter Eggs? Können wir gerne machen. Okay. Glaubst du, ich soll denen die Easter Eggs unvorangekündigt zeigen, damit sie sich erschrecken, oder soll ich sie vorwarnen, die kleinen Schisserchen? Einfach zeigen. Ach, okay, echt sicher? Dann können die sich gar nicht ihre Betten einwiggeln. Okay, komm, ja, wir warnen vor. Also es kommt gleich was. Also, warte, ich, ja, okay. Soll ich erst meine Sachen noch holen gehen, oder sollen wir erst die Easter Eggs zeigen? Easter Eggs. Wo bist du denn? Magna! Ach, du bist... Mann! Mann, jetzt hab ich mich trotzdem erschrocken. Da kommt dann die Magna rausgerannt. Du bist übrigens an dem ersten schon vorbei. Kommen wir zurück. Hier auf dem Stuhl. Was soll ich da machen? Naja, auf dem Bild siehst du einen Ball.
Ja. Ersetz mal die Fragezeichen durch Ball. Und dann guck den Gang entlang. Ball! Nein, du musst schon den ganzen Satz. Balls! Oh, es reicht sogar. Okay. Und jetzt? Da kam ein Ball angerollt von dem. Aber ich dachte, die kommt nochmal. Was war das nochmal mit Anchor? Ja, das machen wir jetzt. So. Anchor! Der erste Name, der hier steht. Ah, Victoria! Nice. Anchor! Anger! 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 Wieso geht das nicht? Sag du mal. Mag dich nicht, hä? Anger! Oh, das ist eine Kakerlake. Genau, das ist das Zeichen, dass es weitergeht. Da waren Augen am Spiegel, hast du gesehen? Das ist ein GIF. Wie cool. Oh, guck mal, die bewegen sich ja. In dem Bild. Dream! Übrigens. Ja? Fun Fact, eine dieser Figuren mit den Augen wartet vor dem Haus auf uns. Echt jetzt? Ja. Aber nur manchmal. Calm down, oh. Ja, ein Beruhigungsraum. Süß. My name is... Ich hätte aber eigentlich gesagt Victoria. Ja, aber das Bild hat dir gesagt, dass sie anders heißt. Okay, Anger. Beginn. Lustig, dass sie das eingebaut haben. Ich hoffe, das hat unsere Sanity nicht zerstört. Mm-mm. Hat tatsächlich keine Auswirkung auf die Sanity. Marry me! Do you want to marry me? Sie lacht mich nur aus. Give us a sign! Ein klares Nein, würde ich behaupten. Where are you? Where are you? Ich muss kurz die Sachen holen gehen. Where are you? Oh, die ist hier. Vier. Die ist hier in dem Raum. How okay, old are you? When did you die? When did you die? How old are you? When did you die? Where are you? What's your name? What's your name? Also mir antwortet die hier gar nicht. Where are you? In welchem Raum ist sie denn? Brautkleid, glaube ich. Where are you? How old are you? Show yourself oder lass es. Show yourself oder lass es. Where are you? Where are you? Jetzt macht sie gar nichts mehr. Where are you? Give us a sign. Oder? Oder doch hier? Ich würde jetzt sagen, du bist... How old are you? Sie hat sie gerade irgendwas umgeworfen. Where are you? When did you die? When did you die? Okay, wir haben Gefriertemperatur und Geisterbox. Wo? Hier. Okay, dann warte. Und dann gucke ich mal mit dem Ektoplasmaglas. Gefriertemperatur und Geisterboxen. Sie hat gesagt, ich bin nicht tot. I'm not dead. Okay. Ja, dann lass uns mal das ESG, die Staffelei und die Kamera dorthin stellen. Ja, ich gebe aber mal kurz ein, um zu gucken, was es denn noch sein könnte. Also, ja. Wir haben Gefriertemperatur, wir haben Geisterbox, Phantom, Mühling, Ghoul oder Abaddon. Abaddon. Hantu wäre Staffelei. Ja. Abaddon wäre EMF Stufe 5. Ja. Mühling wäre Ektoplasmaflecken. Und Ghoul. Und Ghoul wäre Fingerabdrücke. Okay, pass auf. Dann machen wir folgendes. Ich bring... Ich tue mal meine Geisterbox weg. Und ich glaube, wir brauchen noch beide Sanities, oder?
Ich bring gerade erstmal die Staffelei vorne hin. Aber wie geil das läuft, wenn man sich konzentriert, gell? Ja, ist unfassbar, oder? Mhm. Ja, wir haben beide noch 88, das ist easy. Ich nehme trotzdem noch mal einmal die Finger ab, die, na wohl, brauche ich jetzt überhaupt schon einen Kruzifix? Für den eigentlich Fall. Noch ein, ich ja, nehme eins mit für den Fall. Ansonsten, wir haben auch noch eine Videokamera hier drin stehen. Sollen wir die genau. vielleicht auch mal placen? Die kannst du, wenn du möchtest, placen. Ja, für das Ektoplasma, genau. Sogar mit Handy oben drauf. Ey, ich würde so gerne mal wissen, wann das Phasmo-Update kommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Hallo. Hallo. Wo hast du das Ektoplasma-Ding hin? Noch gar nirgends, oder? Na gut, das brauchen wir auch nicht, das ESG. Kann es doch sein, oder? Nein, es kann doch nur noch Ektoplasma-Flecken sein. Ach so, ich dachte ESG. Nee, das Glas, mit dem wir die Uhrzeit gesucht. Ach so. Das ist für Ektoplasma. Oh, EMF5. Okay, wir gehen. Okay. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus. Ja, da rennt auch die Kakerlake ganz schnell. Wie ist die kann man übrigens jetzt in den Optionen ausmachen, ne? Warum? Weil es Leute gibt, die es eklig finden? Genau. Oh Gott. Geil. Also ein Abaddon. Beweise, es war EMF, es ist ein Ebeden. Yes. Gut, dann müssen wir jetzt die Kerze holen und dieses Foto. Ja, und wie sieht's mit der Sanity aus? Guck mal. Wo bist du denn? Sanity geht noch, oder? Wo bist du eigentlich? Ich bin drin. Ich nehme Videokamera und Kerze. Hast du, kannst okay. du vielleicht noch einen Kruzifix nehmen für den Fall? Ja, natürlich. Dass der huntet. Natürlich. Mahunter. Warte, ich guck vor allem mal, ob Abaddon uns trotzdem töten kann, trotz Kruzifix. Oh, das gibt's auch. Kann man sich da dann irgendwie anders schützen? Hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dich während einer Jagd zu ignorieren, wenn du einen Kruzifix hältst. Oh nein. Nein, es gibt aber tatsächlich Geister, die juckt das Kruzifix. Aber halt. Da gibt's dann... Oh Gott. Oh mein Gott. Mikey! Was denn? Oh rein! Ich will's nicht auslösen. Was denn? Mikey! Ah, die kommt zu mir hin, wenn ich nicht hinschaue. Ah, die bewegt sich, wenn wir wegschauen. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts. Was? Oh also, nein, wenn du wegschaust, kommt die näher. Oh Gott, ich laufe jetzt durch. Oh Gott, bitte bring mich nicht um. Ich sehe gar nichts. Ich will, dass die weggeht. Kurze Frage, alles gut bei dir? Nein, ich will, dass soll ich... Tu mir nichts. Okay, ist alles gut. Ich stelle einfach nur die Kackkerze hin. Geh. Und es hat Flumm gemacht. Ich glaube, er hat sie direkt ausgepustet. Reicht es, wenn ich von ihr ein Foto mache? Ist das ein schönes Foto machen? Warte, die hängt gerade. Das ist gut. Oh Gott. Kann ich mich ducken? Es zählt nicht. Nein, ducken geht noch nicht. Okay, ich glaube... Aber ich habe die Links auf jeden Fall. Also die Silhouette schon mal. Okay. Ich gehe dann mal kurz raus. Ich brauche mal kurz ein bisschen Zeit für mich. Pack das nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kenne es nicht mehr. Ich guck mal, ob das Foto gezählt hat. Das wäre witzig. Ja. Aber ich glaube nicht, weil es ist nicht der Geist, den wir suchen. Was auch immer die da unten gerade macht. Auch ein Event sollte eigentlich reichen für das Foto. Echt? Normalerweise ja. Nein. Na, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Ich nehm da mal ein Kruzifix. Ich habe aber unendlich viel Fotos, ne? So. Aber guck mal, wir können hier über die Kamera einfach gucken, ob er die Kerze ausgemacht hat. Und da hinten wiggelt die Frau rum. Das gibt's doch nicht. Stimmt, wir sehen die Kerze. Aber wir brauchen ja trotzdem das Foto, ne? Ja, aber trotzdem können wir erstmal gucken, dass die Kerze... Und der Geist jetzt kann ignorieren, muss aber nicht das Kruzifix, ne? Ist jetzt so 50-50. Genau, aber ansonsten schützt das Kruzifix halt. Ich würde halt echt interessieren, ob wir für die Kerze drin sein müssen oder nicht. Für mich sieht die jetzt gerade aus. Für mich ist die an. Nee, weil der Docht ist ja... Da ist ja keine Kerze, da ist ja kein Ding dran. Keine Flamme zu sehen. Doch, für mich leuchtet die.
Ach komm, ich geh da, gib mir mal den Fotoapparat, ich geh da todesmutig rein. Nein, ich komm mit. Doch. Okay. Aber nimm das Kruzifix mit. Ja, guter Punkt. Wo ist ey, denn dieser der? Moonwalk, ne? Steht hier, das hast du mir fallen lassen. Welcher? Dieser Moonwalk, wenn du rückwärts sprintest, guck mal. Warte, guck mich mal an. Genau das. Geil. Das ist die. So, wenn du jetzt übrigens die Taschenlampe rausnimmst und nach rechts guckst, bleib mich stehen. Guck mal, dreh ich mal rum. Wenn du hier an dieses Haus schaust, da kann einer von denen stehen vom Bild. Ab und zu. Echt? Ja. An der linken Ecke, wo diese weißen Markierungen sind. Da steht ab und zu einer. Okay. Manchmal macht er dann auch Psst. Ach, das war das. Dir. Ah. Genau. Witzig. Oh mein Gott. Zählt es? Oh, verdammt. Nein. Geist-Events zählen nicht. Was zur Hölle? Also glaube, die Moon walkt hier immer noch bei mir rum, ne? Die Frau. Ja, hat die Kerze ausgeblasen. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir noch ein Foto machen. Show yourself. Wie triggert man den, dass der sich zeigt? Ich glaube, genau so. Show yourself. Ich pack mich doch. Und ich habe unendlich Fotos, gell? Ja, soweit ich weiß. Show schon. Yourself. Where are you? Where are you? Show yourself. Tick, tick, tick. Foto machen von allem. Ghost, show yourself. You? Ey, die Tante da hinten, die da hinter dir rumkrabbelt und die Workout macht. Ich zeig's dir mal, warte, ich film dir das mal kurz ab. Die krabbelt da bei dir rum und irgendwie hängt die fest. Oh, jetzt habe ich das Foto verpasst, weil ich das für dich gefilmt habe. Nein, show yourself. Bitte nochmal. Show yourself. Oh, das war doch wieder so typisch. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Where are you? Where are you? Warte mal, ich kann mal gucken. Show yourself. Vielleicht kann ich uns helfen. Was war das? Show yourself. Ghost, show yourself. Ich begebe mich mal ganz kurz auf die Suche nach etwas. Show yourself. Gott. Was? Ich hatte vielleicht einen kleinen Jumpscare hier, der sogar mich erwischt hat. Show yourself. Where are you? Where are you? Ich hab's Foto, lass gehen. Ja, nee, Nick geht. Finger suchen. Nein, ich muss kurz raus. Sanities. Lass es lieber, weil wenn der huntet, weißt. Uiuiui. Ja, aber das hilft ja nicht immer. Doch, gegen den schon. Ach so, aber trotzdem. Wir haben halt nur einen Versuch mit dem Crucifix. Außer bei dem Geist ist ein Sonderfall. Es kann sein, dass er dich ignoriert, eben weil du das Crucifix hast. Genau. Dass er einfach an dir vorbeiläuft. Ach so, ich dachte, ignoriert, dass ihm es egal ist. Nein. Aber lass trotzdem mal nehmen. Ja. So. Jetzt nur noch schon mal. Finger suchen, ne? Genau, Finger suchen. Einen habe ich schon. Okay. Okay. Was ist denn das eigentlich für ein riesen Finger? Das ist eine sehr gute Frage. Ich renne hier mit meinem Kruzifix in der Hand rum. Der kann überall liegen, ne? Ja. Aber schon offensichtlich. Ja, weil er blinkt. Oh, was ist los? Wie, was ist los? Okay, ist nur ein Event. Wetten, wenn man das schwerer stellt, dann blinkt der Finger auch nicht mehr. Und wenn man das schwerer stellt, ist einiges anders. Drei Finger brauchen wir noch. Ja. Ich habe nicht noch nicht eingefunden. Ah, hier, ich habe einen. Beim Sägen abgerissen. Aber
warte mal, da könnte noch einer liegen. Unten hast du schon geguckt, oder? Unten habe ich tatsächlich geguckt, ja. Also es kann eigentlich, also ich glaube, die letzten beiden müssten irgendwo beim Kleidraum sein. Ich gucke. Ich gucke. Also ich habe hier einen. Ja, im Kleidraum ist der letzte. Ja, ich kann dir noch eine Staffelei oder ist es unsere? Ach, das ist unsere. Ne, das ist unsere, die habe ich nur aus so. Dem Weg geräumt vorhin. Hast du noch einen? Oder wo kann ja, ich ja, guck mal, der ist um die Ecke direkt auf dem Boden rechts, im Schrank. Ja. Ja, okay. Let's go! Let's burn these fingers. Burn it! Jetzt ein Handwerk natürlich mies, ne? Ja, wir haben ja unsere Kreuzchen. So sieht's aus. Aber du hast deine Sanity nicht gefoodet, oder? Nö. Sag mal, willst du uns umbringen? Ich hab doch ein Kreuz. Na, hör mal. Weg mit dir. Sehr schön. So, und jetzt haben wir hier einen Partykeller. Geil. So, jetzt können wir hier schlafen. Feuer ist schön warm. Passiert nichts mehr. Nice. Was ich mich frage, bei so einem heimgesuchten Haus, ne, wenn dann der Geist ausgetrieben wird, kommt dann ein anderer Geist und sagt sich so, schönes Haus, jetzt gehe ich hin. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das passiert immer nur, wenn Menschen davor sterben, oder? Also wenn irgendwann dort in diesem Haus stirbt. Kommt drauf an, ne? Also Supernatural hat mich einiges gelehrt. Oder Stranger Things. Ich hab da, oh Gott, jetzt, also dafür werde ich tatsächlich vollkommen fertig gemacht wahrscheinlich. Ich habe noch nie Stranger Things geguckt. Ja, ich habe auch noch kein Game of Thrones geschaut. Ich glaube, wir machen es gerade beide nicht besser. Dislike-Rate ist ganz hoch gegangen auf einmal. Ich kann es ja noch schlechter machen, indem ich sage, ich habe Game of Thrones nach der zweiten Staffel abgebrochen, weil ich es so langweilig fand. Ja, manches hookt einen einfach nicht. Das ist ja auch Geschmackssache. Ja. Ich wär zum Beispiel mit Harry Potter nicht warm. Oh, jetzt kriegen wir beide Probleme miteinander. Ja, ist halt einfach Geschmackssache. So. Naja, klar. Ich muss so. Ja nichts kaufen, oder? Jetzt gucken wir mal. Nee. Dann machen wir nochmal Abandoned House. Genau, also ich kann dir sagen, wenn wir das noch einmal schaffen, habe ich dann das Krankenhaus. Okay. Oh, krass. Uzi-Fixe, Beruhigungspillen, Kerze, Stativ, Fotoapparat, alles da. Let's go to the Abandoned House. Unser kleines, trautes Heim. Achso, will ich nochmal die andere Map machen? Ja, du hast gesagt Abandoned House. Nee, ich dachte eher die andere, sorry. Ich hab ja, dann gehen wir wieder. Tut mir leid, ich hab mich vertan. Bestätige. Ich meinte natürlich... Ach scheiße, wir hätten noch raten können, ne? Ja, ich meinte tatsächlich Level 3. Das war nur für mich ausgegraut, deswegen habe ich das gerade nicht verstanden. Okay. Aber oh, gut, dann machen wir das, das und das. Das ist ja auch schön, dass es hier immer so schnell geht. Und schon sind wir drin. Ja. Nice. Wunderbarst. Noch einmal schaffen, dann bist du Level 10. Genau. Krass. Einmal noch schaffen, dann bin ich Level 10. Crazy. Und dann gehen wir ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus. Okay, dann machen wir wieder wie immer. Und let's go. Du rennst immer in die falsche Richtung bei ja, dem Haus. Ja, wegen Phasmo. Bin noch Phasmo-influenced. So, where are you? Where are you? Give us a sign, where are you? Geh mir schon Ausrüstung holen. Where are you? Where are you? Where are you? Ah, ich finde das schön, wie... Unten bei dir? Ja. Where are you? Also, ich finde es immer schön, dass du direkt in den Keller rennst. Ich mache immer oben. Ja, guter Punkt. Weil dann kann ich das Schlimmste schon mal ausschließen. Where are you? Nee. Oh, da. Oh mein Gott! Jetzt funktioniert der Jumpscare! Ah! Okay. Wo war das denn? Die ist hier hochgekrabbelt. Where are you?
hier im Wohnzimmer. Aber mich wundert, dass immer dieses Mehl mit den langen Haaren da ist. Aber es gibt ja eigentlich einen anderen Geist. Die tötet einen ja auch Ja. immer. Where are you? Also die tötet einen ja auch immer, die mit den langen Haaren. Hier ist er. Genau. 4, 5. Wir haben eben F5. Okay. F5, Sagst du Speedrun oder was? Where are Eben you? F5. How old are you? When did you die? When did you die? Aber dann gehe ich die Staffeleien und so How nach in did you, Ruhe, when did you die? How old ne? are you? How old are you? Are you here? How old are you? Gibt's auch Geister, die nur mit einem selber reden? Ja. When did you die? Aber das kann ich gucken gehen, wenn du When möchtest. did you die? Where are you? Irgendeine Tür wurde gerade Ich war zugemacht. das. How old are you? Also mit mir redet der nicht. What's your name? Nö. Kann auch sein, dass ich in der Nähe bin, dass er deswegen mitredet. Sonst probier du es mal. Ich gebe sie dir mal. Plupp. Ich hole mal die Videokamera Moment. wegen ESG. Genau. ESG mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt euch Can zu you Füßen. talk? Can you speak? Where are you? Ist echt nice, wenn man Licht anmacht, verliert man gar keine Sanity. When did you die? Can you talk? Can you speak? Kannst du mit mir sprechen? Ich glaube, der reagiert auf gar nichts von der Box. Ja, ich hole mal kurz Fingerabdrücke. Ja, die sind unten links, Ja. genau. Where are you? Show yourself. Mal, ob ich irgendwo wieder Ektoplasma finde. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Open the door. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Schreck mich doch nicht so. Also ich hör dir zu, weiß, was du machst, und es erschreckt mich trotzdem. Ja, Perfekt. wie vorhin der Jumpscare. Also Ein richtiger Profi. Ektoplasmaflecken hast du auch nicht gefunden. Ne, bislang Give gar us a nichts. sign. Leider nein, leider gar nichts. Where are you? Du das mit dem Licht? Probier du mal. Ich guck mal durch die Kamera. Can you talk? Can you speak? When did you die? Ich gehe trotzdem mal nach unten in den Keller. Weil es kann sein, dass der. Oh. Okay. Dass der wandert? Ja. Oh nein. Oh, die entspannten Geräusche so draußen. Can you talk? Can you speak? Maria. Ah, das Easter Egg verstehe ich immer noch. Can you talk? Can Also, you speak? oben geht halt gar nichts mehr, gell? Ja, das wundert mich halt. Where are you? Where are you? Ich suche auch noch mal mit dem EMF. Hier unten passiert halt auch rein gar nichts. Where are you? Give us a sign. Can you talk? Where are you? Where are you? Ah, hier bei mir, im F4. Jetzt ist er hier. Wo, wo, wo? Hier im Flur. Hallway. Hier. Where are you?
Ektoplasmaflecken. Okay. Hier, vier. Ich guck mal. Can you talk? Ich bring mal die Sachen her. Can you speak? Ist ja nervig, dass der den Raum wechselt, der Sack. Ja, das auf einfach. Oh Gott. Ich helfe dir mit den Sachen. Wir müssen echt dann, wenn wir mal alle Maps gespielt haben, mal schwer probieren. In die Staffelei. Beischalten. Also warte, wir können. So, komm kurz raus. Warte mal. Wir können nämlich nur noch zwei Geister haben. Nur noch zwei? Ja. Kann nur noch ein Rafe oder ein Yuri sein. Rafe, der hört dann Rafe-Musik. Rafe wäre Fingerabdrücke und Yuri wäre ESG. Okay, ich hole es ESG. Das heißt, die Box kann auch. Dann nehme ich die Leinwand. Kamera. Genau, Kamera und Leinwand kann dann auch zur Seite. Die Kamera können wir noch sehen. Können wir eigentlich rausgehen und dann gucken. Genau, dass wir die hier hinstellen halt. Ich nehme mal kurz die Staffelei und packe die hier hin. Die ist irrelevant. So. Ich nehme mal die Fingerabdrückchen. Fingerabdrücke und ESG. Fingerabdrücke oder ESG. Okay. Mehr ist es nicht mehr. Give us a sign. Ich geh mal nach Sanity gucken. Ja, show yourself. Give us a sign. Where are you? Give me a sign. Ich hab Angst. Weil meine Sanity, 80% Sanity ist weiter unten als deine, ja. Komm mal raus, ich hab Schiss. EMF kann auch weg. Aber EMF ist eigentlich gar nicht schlecht, ihn zu spotten, wenn er wieder abgehauen ist, weil er gibt gerade keine Zeichen mehr. Aber ich bin dann trotzdem dafür, dass wir Kruzifixe mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Meinst du, der hat sich schon wieder verpieselt? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so schnell geht. Soll ich dir mal die Ding geben? Die UV-Lampe, ja, dann lass ich das Glas hier. Weil ich würde gerne das sehen. Glas. Eigentlich könnte das Glas auch helfen, ihn zu finden. Weil das Glas brauchen wir später eh. Weil wenn wir die Flecken sehen, wissen wir, wo er ist. Und die macht er immer wieder neu. Genau. Okay. Also dort, wo er halt ist. Dann nehme ich das Glas. Wir können beide das Glas nehmen, wir haben nämlich zwei. Okay, aber wir brauchen auch die Fingerabdrücke, deswegen nehme ich dann die Fingerabdrücke. Achso, okay. Dann nehme ich das Glas. Okay, lass uns mal reingehen. Let's go. Ich wollte schon wieder nach links laufen. Where are you? Give us a sign. Wie heißt denn der Geist? Kann man das irgendwo auch nachlesen? Steht auch draußen. Achso. Where are you? Give us a sign. Where are you? Mann, ich geh mal raus gucken, wie er heißt. Maria Room. Wir brauchen einen Key. Ja, Heart. Da weiß ich noch nicht. Heart also vielleicht. Ich glaube. Der Schlüssel zum Herzen. I love you. Oh, die Tür ging auf. Was? Nein, es war ein Witz. Ey. Aber es ist halt der Schlüssel zu ihrem Herzen. Maria, I love you. Eusenhaff heißt der Geist übrigens. Eusenhaff. I love you. Eusenhaff. Also Leute, falls ihr dieses Easter Egg versteht, sagt uns Bescheid. Eusenhaft. Heusensaft. Hier was das sein. Ich glaube, der ist nicht mehr hier. Also die Ektoplasmaflecken sind auf jeden Fall noch hier. Ach so. Das ESG, es macht mich fertig. Show yourself. Give us a sign. Where are you? Where are you? Wieso macht er nichts? Smile. Where are you? Where are you? Der schüchtern. Ein bisschen. Echt? Steht das scheint es, so. Steht es auch irgendwo? Nee. Oder mal nach dem Namen. Eusenhaft. Eusenhaft, tatsächlich. Eusenhaft. Eusenhaft.
antwortet dir nur, wenn du alleine bist. Ja gut, ich bin ja alleine, aber... Give us a sign. Show yourself. Where are you? Ich glaube, fast das sind die Fingerabdrücke, aber er fasst halt nichts mehr an. Ja. Was hast du nochmal? Ich habe das Glas dabei und es kann halt, wie gesagt, nur Fingerabdrücke oder ESG sein. Okay, ich glaube auch, dass es Fingerabdrücke sind. Oh, er hat gerade was bewegt. Oh. Wo? Hier drin, diese Statue. Nee. Sind wir uns eigentlich sicher mit den Gefriertemperaturen, die wir hatten? Ja, warum? Weiß nicht, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schon wieder die sind was noch geschmissen? Nicht hier unten. Hat schon wieder was geschmissen? Oh. Holy shit. Turn the lights on. Give me a sign. Where are you? Give me a sign. Ich will ja nichts sagen, ne? Was denn? Nirgendwo mehr Gefriertemperaturen. Give me a sign. Stimmt. Give me a sign. Aber Staffelei hat da auch nichts gemalt. Give us a sign. Oh mein Gott. Holy shit. Give us a sign, ja. Turn the lights on. Touch my Spaghetti. Also, ist halt echt schwierig. Was könnte es denn sonst noch sein? Was wir, also, EMF hatte ich auf jeden Fall 5. Also, du hattest EMF auf 5. Achso, ja, dann hatten wir ja nie Dings gehabt. Hä? Warum suche ich dann nach... Oh mein Gott, das war die Runde davor mit den Gefriertemperaturen. Ja, wir hatten nur EMF und Plasmaflecken. Genau. Ja, es kann halt, wie gesagt, nur ESG oder Fingerabdrücke sein. Aber guck mal, EMF und Gefriertemperatur sind ja Gin, Onimare und Abaddon. Ja, wir haben... Ja, okay, es ist ESG, never mind. Okay, nice. ESG, dann wär's ein Gin. Nee, warte mal. Wir haben Ektoplasmaflecken, EMF und ESG. Ach so. EMF, ESG und Ektoplasmaflecken. War kein Gefrier. Genau. Kein Gefrier. Okay, ist ein Jurei. Ja. Okay. Dann? Lass mal kurz nach unserer Sanity checken. Genau, und dann gehen wir die Uhrzeit checken. Ja. Sanity ist, oh, bei dir low as fuck. Wie low? Oh. 40. Ja, ich schluck mal. Ja, schluck doch mal ein paar. That's what she said. Komm, ich schluck die auch einfach mal. Ja. Und wie geht's mir jetzt? Besser. 40? Ah, jetzt, okay, ich dachte gerade. So, dann nimm du auch mal noch das Glas. So, hast du schon? Ja. Okay, dann gehen wir die Uhrzeit suchen. Okay. Ja, diesmal gehst du hoch, okay. Ja. Kann auch übrigens direkt am Eingang sein, an den Wänden. Nur so als Info. Das habe ich mir redlich verdient. Ja, das stimmt. Sei dir gegönnt. Ich bin letztes Mal runtergegangen. Oh mein Gott! Was ist denn das? Was denn? Hier schwebt ein Kopf, der mich anschaut. Was mache ich denn jetzt? Komm mal hoch, was mache ich denn jetzt? Likey, komm mal hoch. Ja, bin unterwegs. Was soll denn das? Der ist immer noch da. Wo? Da. Da ist nix. Oh nein, soll ich jetzt hingehen? Jumpscare 3, 2, 1. Oh, er ist geplatzt. Oh Mann! Also witzig, das kann es sein, dass meine Sanity weiter unten ist als deine? Ja gut, die war generell weiter unten. Ich weiß nicht, wie viel die Pillen auffüllen. Ah, hier ist 6.40 Uhr. 6.40 Uhr, okay. Dann suchen wir nach den Uhren. Hier, ich habe eine. Und ich muss einfach nur so stehen lassen. 46 eingeben, genau. Okay. Ja, freut mich, dass du Uhren hast. Ich hab noch eine. Ne? Ich kann sagen,
Du hast die irgendwie alle. Ich habe nicht eine Uhr hier unten. Glaube ich zumindest. 46. Okay. Du müsstest noch eine Uhr oben Lust. Haben. Lust. Last. Oh mein Gott. Ey, aber meint, hab die Uhr. Hast du das mit Last auch? Nee, was da denn? Da stand Last auf einer Tasche und dann... Oh mein Gott, was ist das hier? Welcher Tasche? Da oben, im Kleiderschrank. Last. Ist irgendwas passiert? Ja. Okay, dann, das passiert alles nur einmal. Ach so. Ich hab's nicht gesehen. Oh. Oh. Okay, lass uns abhauen. Yes. Bestätigen. GG. Der Juri. Yes, Leute. So. Jetzt wird's eklig. Können wir jetzt die neue Map machen? Ja. Das ist der perfekte Moment, um hier abzumoderieren. Und ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen, in der wir in die Map, in das Krankenhaus gehen. Die werden wir erstmal in der nächsten Folge versuchen zu schaffen. Und dann stellen wir mal ein Level schwieriger. Es gibt super viele Easter Eggs, die wir noch nicht gelöst haben. Falls ihr wisst, wie, schreibt es gerne in die Kommentare. Eure Meinung zum Game. Ich bin sehr gespannt. Umso schwieriger man stellt, umso mehr Jumpscares gibt es, umso gruseliger wird's. Deswegen freut euch auf die nächste Folge. Einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Unten in der Beschreibung ist Like verlinkt. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Du musst doch Tschüss sagen. Ciao.